Ha calmato Bion, Alithenden, Kelisma, Oidea di Sinasteneste, Ieroni Gepterix Eos. Godomisin Melidae. Dia du Chrisi Otonon Yiganeon Agalman Sarabi. Ergon Dudon Kleos Onomasti Imondune Ferin Edus Ebi Edus Kretenon Biraste. Willkommen bei Die große Bibliothek von Alexandria. Anereon Teke Inondo Yereon Diadriveon. Udi este Anagel. Set Harries is key passion in technis. Serapis digi uson e shede crideas axaios. Esemis efgese osios dige. In der Nähe des Palastdistriktes befand sich im Museum die wohl berühmteste Bibliothek der Antike. Die Bibliothek von Alexandria sollte das Wissen der gesamten Menschheit fassen. In ihrer Blütezeit lagerten dort angeblich über 700.000 Schriftrollen. Τέκνον δίπλη γίνει αυτής πάλι. Ού δυνάμει τούτο μια εμένη, ανισχύντην εστί. Πατρέον τέ και μετρέον επικό. Ο πέρι του ιερού πεναρίου κατοτροπέου ερεμέρον τέ και γερνό. Σπάς, τι χειρεμ τον με, τι μνείς κατέχει μη. Πέσκε, ο λέξι με, απειρινή. Ειδείς ορμάσι τούτον την είδον, ανεσχέντον την, επλήγειν ο παιδάς, δαγκριώνεντε, καταραυστέντε θεοί. Γιατί γάτο αυτόν επίσης, παταξιά μερικιά, γιατί την οργή θεών παράσκευα. Μικά δε βράδυ εσέτε. Γιατί αυτός μόνο της πραγμάσιν εφετ πράττει. Obwohl ein großer Teil der Schriftrollenzukäufe von der Regierung finanziert wurde, gab es auch andere Wege des Neuerwerbs. Alle Bücher, die Besucher der Stadt bei sich trugen, wurden beschlagnahmt und kopiert. Die Kopie wurde dann an den Besitzer zurückgegeben, das Original hingegen in die Sammlung aufgenommen. Υπομονή γάμε η ζώνα ούκ εγώ.
Och, Leo. Die Gusundudo. Der Terange, die Dina, der Mensch, der Riskethion. Madina, setzest du dein Praxin? Ui, Maxachriosin. Paratis Pramassin, der Riskemon zu vorn. Xisasina. Ολετήριον ελέω, νίξτε αυτήν, επρόσθεθε. Συντυχαίνεν αυτό, γραμμής μόνιμ, προϊτώνεν εστί. Απολύψουν αυτόν οι έρευνοι. Μαυρούχος ερώρακας, πράττην όσαν εμού ούκοι γνώσκενε. Ου λέξι με, απείνινε. Τις πραγμάσινε βρίσκενε δί, εγασιάνε σου εστί. Κατάλαβαν. Λυξίσα συνάρτη, αρχόντα ολικοδομήν τάχανε όταν την έτσι την ατιμήδα πια. Πολύς κοινικά δεν βράδες, τι που λέτε να πλέει. Την πρέπει. Κριτήριον ελέω, νίξτε αυτήν επρόσθετε. Συντυχαίνεν, ουλές μόνιν προετώνεν εστί. Χαίρε. Alexandria bot unzählige intellektuelle und kulturelle Attraktionen. Berühmte Gelehrte aus Athen, Rhodos und anderen griechischen Zentren kamen in die Stadt, um sich weiterzubilden und mit anderen auszutauschen. Das Museum sowie die Bibliothek waren Zentren umwälzender neuer Ideen und kreativer Ausdruckskraft. Κουσούντουτο, δευτεράν και τρίτην ερωμένη σε βρισκέθεο. Μα τι να σε τεστούα τα υπράξη, ου η θείου κυσίν. Λυξή σα συνάρτη, αρχόν να ονικοδομήν τάχαν νεοτάτο. Την ατιμίδαν θέα. Πολύ σκριματιά νου κατέσχε. Τι βουλέτε δεικνύε, εγωιστήστε μέγας, ε. Die großen Gelehrten der Antike waren meist in vielen Disziplinen bewandert, welche wiederum unterschiedlichen Denkschulen zugeordnet wurden. Zu den berühmtesten Schulen zählten die Peripatetiker, die Stoiker und die Kyniker. Alexandria spielte ohne Zweifel eine große Rolle als Stadt der Intellektuellen und Inspirationsort großer Denker, deren Arbeit unsere moderne Welt bis heute beeinflusst. Hypatia von Alexandria war eine griechische Mathematikerin, Philosophin, Astronomin und Erfinderin.
Ursprünglich in Griechenland geboren, ließ sie sich wie viele ihrer intellektuellen Zeitgenossen in Alexandria nieder. Dort wurde sie zur Anführerin der neuplatonischen Schule von Alexandria. Den Quellen zufolge wurde sie von ihren Kollegen in Alexandria als Lehrerin und Philosophin hochgeschätzt. Mit ihrem Tod endete das Zeitalter der großen wissenschaftlichen Errungenschaften der Antike. Kallimachos wurde in Kyrene geboren und in Athen ausgebildet. Danach ging er nach Alexandria, um in der großen Bibliothek zu arbeiten. Der Dichter und Kritiker soll sich gegen das epische Format der Dichtkunst in der Tradition Homers gewandt und stattdessen nach einem kürzeren, nüchterneren Stil gestrebt haben. Seine Epigramme und elegischen Gedichte waren stilbildend und extrem populär. Übertroffen wurden sie nur von Homers Werken. In der Stadt Alexandria verfasste der Mathematiker Euklid, der Vater der Geometrie, sein Werk Die Elemente und legte damit das Fundament der modernen Algebra und Zahlentheorie. Euklids Überlegungen zur Geometrie sollten zu einem der einflussreichsten Systeme der Mathematik avancieren. Ο
Wie kann man den Umfang der Erde berechnen? Mit einem Kamel, zwei Stöcken und den Schatten, welche die Sonne wirft. Genau das beschrieb Eratosthenes von Kyrene in seinem Hauptwerk Geographie, das er als Leiter der großen Bibliothek von Alexandria verfasste. Er soll um 250 vor unserer Zeit auch die Armillarsphäre erfunden haben. Γιατί γάτο αυτόν επίσην παντάξιν τον μερικιάν. Γιατί ρογή θεών παράσκευή. Die früheste bekannte und vollständigste antike Armillarsphäre ist das Meteoroskopion von Alexandria mit beeindruckenden 9 Ringen. Die meisten Astrolabien verfügten nur über 3 oder 4 Ringe. Das Meteoroskopion wurde von den alten Griechen hauptsächlich dazu genutzt, um die Position von Himmelskörpern rund um die Erde, die im Zentrum stand, zu bestimmen. Jeder antike Astronom, der etwas auf sich hielt, hätte dieses Instrument benutzt, um die Bewegungen der Himmelskörper besser zu verstehen. Pythagoras von Samos war ein bekannter und respektierter Philosoph und Mathematiker. Bekannt wurde er vor allem für seinen Satz des Pythagoras. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass dieser Satz lange vor Pythagoras in Babylonien und Indien existierte. Daher bleiben bis heute Zweifel an der Urheberschaft. Ramadeth, όπου έβγες το συμβόλαιο για την αγορά δέντρων και της ύλης. Αχ, φέρε μου. Οι αγοραστέ διώγουν συμπέσει την τιμή του αλεθμού. Αχ, ού και στην παρελθόντος χάρη. Από του οίκου του κλαφμούς. Αχ, το φορέ. Αχ, φέρε έξω του λαδομήτους ασκούς του χασπίγατος. Ανισχύνει να φωτιστεί επί των υπλουσίων. Οφειλόμεν αύξησιν την ημερήσια παραγωγή να λεπτά. Αχ, τούτης κορές μας. Αχ, ποιον ού και στην τούτος.
Pythagoras von Samos war ein bekannter und respektierter Philosoph und Mathematiker. Bekannt wurde er vor allem für seinen Satz des Pythagoras. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass dieser Satz lange vor Pythagoras in Babylonien und Indien existierte. Daher bleiben bis heute Zweifel an der Urheberschaft. Pythagoras von Samos war ein bekannter und respektierter Philosoph und Mathematiker. Bekannt wurde er vor allem für seinen Satz des Pythagoras. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass dieser Satz lange vor Pythagoras in Babylonien und Indien existierte. Daher bleiben bis heute Zweifel an der Urheberschaft. No.